Hi Leute, das Video heute geht an all die Weltverbesserer, an all die Weltretter und an all die Leute mit einem Helfersyndrom. Du brauchst die Welt nicht retten. Heute möchte ich das Einzige, die einzige Lösung für dich. Heute möchte ich die einzige Lösung dir an die Hand geben, wie die Welt noch zu retten ist. Es geht um all die Weltretter. Die einzige Lösung. Die einzig wahre Lösung. Okay. Ich möchte jetzt nicht Anspruch auf die Wahrheit nehmen. Wenn es noch so ein Punkt bei manchen ist. Also. Aber es ist mir so ein wichtiger Punkt. Ich sehe immer wieder alle möglichen Leute. Jeder möchte irgendwie helfen. Wunderschön, wunderbar. Jeder möchte die Welt retten. Jeder möchte irgendwas Gutes in der Welt beitragen. Jeder möchte irgendwie helfen. Es ist ein natürliches Bedürfnis. Und es ist wunderschön. Aber wenn du ein Helfersyndrom hast, dann ist es nicht ganz so toll. Also ich möchte auf ein paar wichtige Punkte dabei eingehen. So, was ist der allerwichtigste Punkt? Erstmal vorweg, der allerwichtigste Punkt. Die Welt wäre komplett in Ordnung, wenn der Mensch nicht da ist. Wäre. So, wir haben ein Riesenpotenzial, das wir im Moment ein bisschen in eine falsche Richtung gelenkt haben. Und alle möglichen Leute wollen die Welt verbessern und dabei kommt nur noch mehr Schaden bei raus. Und das ist der Punkt, das Allerwichtigste, weil dann wird auch viel auf so Sachen rumgehackt wie, oh, der Dalai Lama will die Welt retten und Bewusstsein schaffen und chattet um die Welt oder XY chattet um die Welt für den, ja, für den Klimawandel, ja. Und die ganze Geschichte, ist das überhaupt nicht gut, alles nicht toll und all diese Vorurteile. Man muss immer den Nutzen abwägen, einmal, der dadurch geschieht. Weil es ist nicht so, als hätten wir keine Lösungsansätze. Es gibt alle möglichen Mittel, es hapert nur an der Umsetzung, am Bewusstsein. Das ist der, also hör erstmal genau zu, erstmal genau zuhören. Der wichtigste Punkt ist das Bewusstsein der Menschen. Wenn sich das Bewusstsein wieder entwickelt, wenn das Bewusstsein, die Achtsamkeit da ist, was man tut und diese Bewusstheit in jedem einzelnen Individuum, in jedem einzelnen Menschen da ist, dann verändert sich die Welt sowas von drastisch, schnell und ganz automatisch, ohne dass da irgendwas großartig anzupacken ist. Wir können alle Probleme in kürzester Zeit lösen. Natürlich haben wir schon einen Haufen Schaden auf dieser Welt angerichtet. Im Moment, vor allem in den letzten 50 Jahren, 10, 20 Jahren besonders. Aber wenn keine Klarheit da ist, wenn kein Bewusstsein in der Handlung da ist, es bringt nichts, irgendwelche Regeln einzuführen. Wenn das Bewusstsein nicht da ist, dann führt es über kurz oder lang zu nichts. So, dann wird sich mal kurz aufgeregt über Avocados, die hier zu essen. Dann wird sich mal kurz aufgeregt über XY. Das sind alles Sachen, sollte man auch vermeiden. Aber der Punkt ist, wenn du deine Energie irgendwo reinsteckst, irgendwelchen anderen Leuten Dinge vorzuschreiben, dann führt es zu nichts. Wenn eine Veränderung stattfindet, eine richtige, dann sollte die stattfinden, weil du sensibel dazu bist. Du kannst jemanden dazu zwingen, irgendwas zu machen, kannst irgendjemanden Regeln aufsetzen, was heutzutage teilweise eben auch notwendig ist, aber dann durch das Bewusstsein auch mit passiert. Aber das wird nie nachhaltig sein, wenn das Bewusstsein da nicht dabei ist, wenn die Sensibilität nicht dabei ist.
Wenn du die Sensibilität wieder entwickelt hast für deine Umgebung, für den Planeten, auf dem du lebst, wenn du wieder merkst, was das macht, wenn du wieder wirklich direkt merkst und nicht nur gedanklich mal kurz im Verstand nachvollzogen, kurz merkst, hey, wenn du den Baum abschlägst da, dann hast du auch keine Luft mehr zum Atmen irgendwann. So simpel, es ist so simpel und banal. Es ist so simpel und banal, wenn du alle Pflanzen hier zerstörst, komplett hier alles aus dem Gleichgewicht bringst in der Natur, dann kannst du hier auch nicht mehr existieren. Und es ist im Moment einfach nur Ignoranz. Und weil das Bewusstsein nicht da ist, wenn du wieder die Sensibilität in jeder Handlung vorhanden ist, die du machst und tust, dann machst du das automatisch. Dann merkst du, hey, du machst alles mit einer Bewusstheit. Natürlich sind manche Gewisse heutzutage eben notwendig. Das ist dann der Punkt. Wenn du die Welt retten möchtest, dann machst du das nicht, wenn du dich irgendwo zurückziehst, ein Einsiedlerleben irgendwo in der Natur führst. Das ist auch wichtig, da Beispiele und Kommunen zu schaffen. Ich sage jetzt gerade nicht, dass das falsch ist. Überhaupt nicht. Es ist unglaublich wichtig und richtig, und das dann auch zu teilen, die möglichen Mittel. Permakulturanbau in der heutigen Zeit, ja, wie man die Begrünung in Städten und so weiter vornehmen kann, wie man da wieder in Einklang kommen kann, das sind alles wichtige Sachen, wichtige Punkte. Aber es kommt immer nur darauf an, Bewusstsein zu schaffen in dieser Welt. Wenn das Bewusstsein da ist, dann können wir das im Gesamten komplett sehr schnell beschließen. Was bringt es dir jetzt zum Beispiel zu sagen, oh, ich bin so nachhaltig und jetzt wandere ich zu Fuß nach Afrika? Alles klar, bis du zu Fuß nach Afrika wanderst, hat der Rest der Welt eben die Welt zerstört, so. Und dementsprechend all solche Leute, die Bewusstsein schaffen, die das Bewusstsein wirklich anheben. Und natürlich liegt es jetzt in deinem Ermessen immer, da kannst du wieder auch jetzt beurteilen und verurteilen, wie du möchtest. Oh, das schafft kein Bewusstsein, das bringt Leute nicht weiter. Aber wenn so Leute ein Bewusstsein erzeugen, die dann aber irgendwo halt mal mehr reisen, jeder reist heutzutage. Und dementsprechend ist es auch notwendig, um das Wissen mit der Welt zu teilen, damit die Leute sich selber entwickeln können, dass sich die Individuen entwickeln können. So, wenn du jetzt sagst, ich nutze das Ganze nicht, wenn ich jetzt sage, oh nee, das ist Umweltverschmutzung, wenn ich jetzt eine Kamera habe, die ist aus Plastik und so weiter. Dadurch kann ich das Bewusstsein aber nicht in die Köpfe tragen. Du kannst neue Sachen entwickeln. Es gibt schon so viele Möglichkeiten, so viele Techniken. Wenn wir heute beschließen, wir könnten einfach heutzutage beschließen, wenn wir uns einig sind, hey, wir verwenden einfach kein Plastik mehr in Supermärkten, es ist keine große Sache. Früher ging es auch. Du kannst einfach, entweder kannst du heutzutage alles auf, ja, natürlich kompostierbare Weise auch herstellen, oder du nimmst eben Tüten oder du benutzt einfach mal einen Korb. Damit gehst du zum Einkaufen, nimmst einen eigenen Korb fertig, tust da deine Sachen rein, stellst sie ins Auto, fährst damit heim. So. Muss nicht immer wieder was Neues dann dazu produzieren. Das können wir beschließen von jetzt auf gleich, wenn das Bewusstsein da ist. Aber wenn das Bewusstsein nicht da ist, dann ist es wieder schwer, und dann muss man einfach schauen, was für jeden Einzelnen umsetzbar ist. Das ist natürlich ein schweres Thema jetzt für jeden, und dann wird da immer auf andere projiziert. Der wichtige Punkt ist das, was kannst du machen? Wenn du deine Energie und Zeit damit verschwendest, irgendwie anderen vorzuschreiben, was sie machen sollen. Zeig andere Möglichkeiten auf. Sei ein positives Vorbild. Es bringt nichts, wenn du frustriert bist, so, weil jeder frustriert ist, weil die ganze Welt irgendwie im Bach runtergeht und selber nicht mehr glücklich ist. Wenn du auch noch unglücklich bist, das zieht die Welt noch mehr runter. Das ist der Punkt. Du dürfst dich davon dann nicht beeinflussen lassen. Geh da auf dein Feld. Geh da hin und schau, was du machen kannst. Bleib da nur bei dir. Das ist ein gesunder Egoismus. Bleib da bei dir, schau, was du verändern kannst. Schau, was du verbessern kannst, in dem Maße, wo du es machen kannst. Keiner kann heutzutage optimal leben. Du kannst nicht optimal leben. Kannst du schon, aber das bringt dann niemanden weiter. Man muss irgendwo Kompromisse eingehen, wenn man dann eben auch
das weitertragen möchte. Und wenn dann jemand natürlich mit dem Flieger irgendwo mal um die Welt fliegt, aber gleichzeitig Millionen von Menschen zum Beispiel dazu bringt, vegan zu sein, sowas wie Attila Hildmann, wenn das dann so ein Streitpunkt ist und dann hacken da viele drauf, nur weil er sich einen Porsche kauft. Attila Hildmann, oh, Porsche kannst du nicht machen, Benziner irgendwie zu fahren, was auch immer, Umweltverschmutzung, Auto zu haben, keine Ahnung, okay? Und dann wird darauf rumgeschimpft. Er hat dafür Millionen von Menschen, Tausende von Menschen dazu gebracht, ihre Ernährung zu überdenken, Tausende, Milliarden Liter von Wasser wahrscheinlich dadurch gespart. Es ist jetzt egal, was meine Meinung über Attila Hildmann ist. Aber das musst du dann auch wieder überlegen. Wann ist der Nutzen größer? Und da ist es abzuwägen. Und manches ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennbar. Und das ist auch der Punkt. Wenn du keine Klarheit hast in deiner Sichtweise, Klarheit, was hier zu verändern ist, was ein wirklich wichtiger Punkt ist, wenn da Anhaftungen dabei sind, dann wirst du immer irgendwo Leute verurteilen und auf anderen rumhacken. Aber das ist eine Art Krankheit. Das ist einfach nur, du schiebst auf andere. Das ist eine Krankheit im Grunde. Und wenn du wieder merkst, hey, ich muss erstmal meine Sicht schärfen. So, wenn keine Klarheit da ist, wenn keine klare Sicht da ist, dann bringt es nichts zu handeln. Im Moment ist es aber so, dass die Faulheit der Masse noch, dadurch, dass nicht alle überproduktiv werden und irgendwelchen Schwachsinn produzieren, dadurch hat unser Planet noch ein bisschen länger Zeit. Im Moment ist es so, dass die Faulen den Planeten retten. Eigentlich sollten die intelligenten Leute den Planeten retten. Und so ist es aber leider heutzutage nicht so. Wenn jeder wieder Energie hätte, nicht so viel zu träge wäre, dann würde die Welt noch viel schlimmer ausschauen. Das ist der eigentliche Punkt. Und wenn keine Klarheit im Handeln da ist, wenn dein Brillenglas, durch das du schaust, zerbrochen ist, dann kannst du noch so schauen, oh, jetzt ist es aber wichtig, diese Hilfsorganisation zu schaffen, es ist aber wichtig, denen zu helfen. Es ist auch wichtig in gewissen Punkten, alles ist wichtig. Aber wenn du nicht schaust, dass du dich veränderst, dein Bewusstsein anhebst und eine Klarheit schaffst, eine Klarheit wieder reinkommt, dann bringt das Ganze nichts. Du sorgst dann für irgendwelche Sachen. Das ist dann wie wenn du irgendwo probierst zu helfen und aufzuwischen den Wasserfleck, der irgendwo in deine Wohnung gelaufen ist. Aber andere Menschen, die kippen einfach die ganze Zeit neues Wasser irgendwo hin, weil das halt die Abfallstelle ist und du kippst einfach die ganze Zeit weg. Du kannst dich totarbeiten. Es ist so sinnfrei da. Der eine macht das eine weg, der andere macht den anderen Dreck und so weiter. Es führt zu nichts. Und wenn das Bewusstsein nicht da ist, wenn das Bewusstsein dann da ist, dann ist es überhaupt kein Problem, alles in kürzester Zeit wieder zu verändern. Der Punkt, das Wichtigste ist das Bewusstsein und darum geht es, das Bewusstsein anzuheben. Und dann können auch Sachen, die so unmenschlich erscheinen, manche Dinge sind nicht so einfach zu beurteilen. Also, wenn du nicht alles weißt und wenn du keine klare Sicht entwickelt hast, hör auf andere zu schimpfen. Jeder macht seinen besten Teil. Schau, was du selber verändern kannst. Zum Beispiel kommen da manche, ja, was, du kannst nicht irgendwo hinfliegen, das geht nicht. Wenn das dich gerade an dem Punkt weiterbringt und da ist wieder die Frage von einer wirklich klaren Sicht gefragt. Dann kann es vielleicht notwendig sein, wie gesagt, wenn du jetzt mit einer Kutsche irgendwo hinreist und dann bist du 20 Jahre später da und in der Zeit ist es halt zu spät, weil die Welt dann schon ganz anders ausschaut, dann bringt es auch niemanden weiter, wie gesagt. Und manchmal sehen wir nur das an der Oberfläche. Es gilt, in die Tiefe zu schauen. Menschen, die so weit gehen, dass sie ein Leben opfern, ihr Leben opfern, ein anderes Leben opfern, um anderen zu helfen. Zum Beispiel, es gab ein buddhistischer Mönch, der hat sich angezündet, selber, um auf die Leiden Aufmerksamkeit zu machen.
im Volk. Und es ist jetzt kein, er hat sich nicht, es ist dann auch nochmal was anderes. Selbstmord zu begehen ist ja eigentlich im Buddhismus eine, auch nicht sehr angesehen. Es ist eigentlich ja, wie in anderen Religionen auch. Selbstmord ist auch Mord. Aber es ist aus einem ganz anderen Willen, es ist aus Nächstenliebe. Er hat davon Tausenden von Menschen geholfen, dass er sein eigenes Leben unter das Leben von anderen stellt. So. Und manchmal ist es vielleicht vonnöten, grausame Sachen zu machen, um dadurch mehr Leute retten zu können, mehr Leuten helfen zu können. Aber der Punkt ist immer noch dabei. Wenn du dabei hasserfüllt bist, dann hat es überhaupt keinen Zweck. Wenn du jemanden hasserfüllt irgendwas aufzwängst, das gleiche zum Beispiel, wenn manche denken, oh, Hitler umbringen, oh, ich hasse diesen Menschen, ich hasse Hitler. Ich hasse Hitler überhaupt nicht. Ich habe Verständnis für solche Menschen, wenn du dich mal in seine Lage hineinversetzt. So, aber was ist jetzt das Beste, was du machen kannst, auch wenn du jetzt zum Beispiel ein Attentat oder so auf Hitler vorgehabt hättest oder vollzogen hättest oder ihn umgebracht hättest. Vielleicht hätten die Leute dich dafür auch gehasst, weil sie vielleicht gedacht hätten, hey, er hätte Gutes in die Welt getragen. Jetzt im Nachhinein kann natürlich jeder sagen. Aber der Punkt ist, bringst du ihn dann mit Hass um und ladest dir noch viel mehr Ballast auf. Vielleicht ist es manchmal auch nötig, jemanden da zu stoppen und ja, vielleicht passiert dann sowas, aber wenn du sowas genießt, ist es einfach nur pervers. Du hast dann ein Mitgefühl für allen und jeden, für alles und jedes Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vergleich jetzt, oh, das wird es wieder, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Interpretiert es jetzt bitte nicht falsch. Ich hoffe, ihr versteht, auf was ich hinaus wollte. Wenn du es genießt, jemand anderen zurechtzuweisen, dann bist du krank. Das sollte aus reinem Mitgefühl, aus reinem Bewusstsein geschehen. Und wenn du das Bewusstsein, die Sensibilität wieder für jedes Leben hier hast und alles ist hier lebendig, hier ist so viel Leben noch, auch eine Pflanze hat Leben, eine Pflanze, ein Tier. Es gibt nichts Wichtigeres als Bewusstsein zu entwickeln und eine Klarheit zu entwickeln. Wenn du eine falsche Sichtweise hast, wenn deine Brille zerbrochen ist, dann kannst du noch so viel im Äußeren helfen. Wenn du mit einer blinden Brille irgendwo probierst, ein Bild zu malen, dann kommt da vielleicht nicht viel bei raus. Das waren jetzt einfach nur so ein paar Gedanken. Ich wollte es einfach mal fließen lassen. Wenn dir das weitergeholfen hat, wenn dir ein paar Anreize für dich da waren, wenn dich das so nach Denken angeregt hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und ansonsten teile es sehr gerne, abonniere den Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut und bis dann. Dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis dann. Ciao.